Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Marvel Super Heroes. Und heute grüße ich den Chris und die Annika. Und endlich nach 7 Versuchen habe ich den Parcours hier gemacht und geschafft. Oh Gott, hat das ewig gedauert. Hilfe, Hilfe. Und hier ist irgendwie noch was, wo ich noch einen Charakter freischalten kann. Meine Güte. Ach, ist doch oben. Ja, der Metallmann hat euch gerettet. Seid mal froh. Hier, oder was? Der muss doch hier sein. Da brauche ich einen Feuermensch. Zum Glück habe ich den auch. Burn, burn. Super Skrull. Nice. Sieht irgendwie aus wie der Bruder von den grünen Kobold. Mann, den können wir auch gleich mal ausrüsten. Wo ist er denn? Da. Da ist er. Okay, der kann Bomben werfen. Er ist ein Bombenleger. Geil. Einfach Bombenleger. Wie nice ist das? Hä, das ist voll der geile Charakter. Okay, auf geht's. Denn die wollen zum Ozean. Da werden wir sie erstmal bombardieren. Shield-Forschungs-U-Boote sind äußerst nützlich im Kampf gegen Schurken unter Wasser. Diese U-Boote sind mit einem modernen Tracking-System ausgestattet, mit dem sich Gegner oder Objekte leicht orten lassen. Wo genau habe ich mein Date mit Thor? Auf einem Shield-Forschungs-U-Boot. Ein Forschungsboot gespickt mit Waffen. Das nenne ich mal eine Mogelpackung. Das ist nicht unser Forschungsboot. Sag's nicht. Du bist an einem extra langen Spinnenfaden hierher gekommen, stimmt's? Nein. Du bist nicht der Einzige, der fliegen kann. Ein Gruß von Mr. Nick Fury und Shield. Du weißt, ich hätte einen raketengetriebenen Eisenanzug für dich, wenn du möchtest. Klingt schwer. Hat die Putzfrau heute frei? Was für ein Chaos! Unser Shield-Forschungs-U-Boot wurde gerade einfach aufgefressen von Dr. Dooms Schiff. Da haben wir einfach gerade Schiffe versenken gespielt. Gut, Spidey kommt auch nochmal her. Um diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. So, wie oft kommt jetzt noch Spider-Man zu unserer Mission? Das ist jetzt schon das 5. Mal, glaube ich, dass der jetzt hier aufkreuzt. Aber okay, mit jeder Hilfe sind wir doch dankbar. Alright, aber erstmal hier eine Übersicht bekommen. Das kann ich aber nicht kaputt machen hier. Nee, das ist gerade nicht möglich. Wo die Mucke? Hä? Ah, jetzt kann ich es auf einmal kaputt machen. Davor ging es nicht. Alright, Terminal. Wieder was zum Hacken. Hackerman. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack und zack. Ah, tunken wir das Wasser rein. So ein U-Boot will ich auch haben. Das ist schon richtig geil. Laser, da eine Form rauszuschneiden. Ja, ich laser kurz mal hier rein.
So, hab ich mal gelasert. Mein Spinnensinn kribbelt. Ja, ja, dein Spinnensinn. Bist wieder am Spinnen. Hahaha, der war so scheiße. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Oh, Stan Lee, aber ich kann dich leider nicht retten. So, dann müssen wir nur noch das öffnen, dann können wir da auch ein bisschen Wasser rauf pumpen. Gut, warte mal kurz. So. Mein Spinnensinn kribbelt. Mein Spinnensinn kribbelt. Meine Spinne kribbelt. Gut gemacht, Spidey. Er war wieder spinnentastisch. Er war wieder am Spinnen. Oh Gott, oh Gott. Die Spinnenwitze werden immer schlechter. Eieiei. So. Thor. Öffne dich. Verstehst du, weil er heißt Thor und da kann er sich öffnen. Oh Gott, Alter. Ich hör auf damit. Super, los geht's. Super. Oh, hier kommen aber sehr viele raus. Hör auf, meine Kids zu klauen. Ich brauche die Stats. Ja, nein, genau da kam gerade die Sequenz. Ich wollte den blauen Stein da einsammeln. Ja, blöd gelaufen. Ich versuche mich zu konzentrieren und ihr macht diesen Krach. Schnappt sie, Jungs! Nee, schnappt uns mal nicht. Ja, als ob er überlebt hat. Alright. Oh, 2 von 3. Hab ich schon das erste kaputt gemacht, habe ich gar nicht gemerkt. Ach, ich glaube, das ist hier unser Boot. Es wurde aufgefressen, das war halt unser Schiff. Das arme Schiff. Das arme Schifflein. Ja, Tor brauche ich. Ich war gerade vor allem nachdenken, wen ich brauche. Das ist ein Kran, den wir da haben. Oh ja. Was? Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Der ist gerade von Iron Man gehört. Er sagt so, oh yeah. Aber auch so richtig authentisch. Okay, kann ich auch runtertauchen, weil ich brauche dieses Minikit. Ja, kann ich. Nice. Das Teil ist kein Ebenmotor. Hallo? Ich steck. Oh, ich dachte schon. Nicht wieder stecken bleiben. Perfekt. Gut, Leute. Lass uns mal dieses fette Schiff kaputt machen. So. Wir geben ein bisschen Elektrizität mehr rein. Also, wir übertreiben es mit dem Elektrisieren, sagen wir es mal so. So sieht es aus, wenn ich ein krasses Spiel spiele. Es geht alles kaputt. Los, Iron Man und Spinnenmensch. Der Weg ist offen. Iron Mensch und Spinnenmensch. Los geht's. Und Tormensch. Türenmensch. Digga. Jawohl, ein zweites Minikit. Oh oh. Bosskampf. Das sieht sehr nach einem Bosskampf aus. Ich bin MODOK und mein einziges Ziel ist die Eroberung. MODOK! Nichts kann
dein psionisches Kraftfeld durchdringen. Ich kenne ihn doch. Also ich kenne ihn nicht aus dem Ant-Man-Film. Aus dem Quantumania-Film, eher gesagt. Aber da kommt Ant-Man vor. Oh Gott, der hat so einen Schlaganfall. Er sieht immer noch besser aus als bei Quantumania. Hier können wir aber richtig viel Stats farmen. Guck dir die Menge an. Okay, ich sollte eher schießen und nicht lasern. Ich bin voll Laser. Und Modok ist noch am Lasern. Er ist richtig am Lasern. Au, au. Modok, kannst du deinen Strahl vielleicht woanders packen? Steht nämlich mitten im Weg. Genau das meine ich. Er steht mitten im Weg. Der Laser. Was soll ich auf ihn drauf schießen? Ach, das habe ich erst jetzt gemerkt. Ergebt euch meiner Macht! Oh, ganz ruhig! Meine Kraft schmilzt dahin! Digga, ist der am Acken. Er ist so am Acken. Wie so ein kleines Baby. Die Musik auch wieder on point. Ich bin noch nicht fertig. Aber ich bin gleich fertig. Also das ist jetzt gerade mein Lieblings, Bösewicht, weil er so am Acken ist. Digga, du sollst nicht Tor hauen. Du sollst nicht auf die Tür hauen. So, jetzt können wir wieder auf ihn drauf schießen. Er macht Motor nach. Digga. Oh doch! Das ist aber auch die Stimme doch von Ruffy, oder? Oder bin ich gerade dumm? Irgendwie kommt mir diese Stimme auch bekannt vor. Murdoch, ich kann es nicht glauben. Du enttäuschst mich. Das tut er gerne. Ich bin wieder da! Oh Gott, hat der einen Schlaganfall. Therapie ist sehr nötig bei dir. Bei mir ist der eben nötig. Guck mal, ich treffe ja gar nichts. So, jetzt. Digga, ich wollte gerade auf ihn schießen. Warte, ich will noch ein bisschen Stats farmen. Dabei brauchen wir nicht mehr viel. Und hier muss doch jetzt schon Ende sein. Jawohl. So, jetzt weg mit dir. Digga, er mit seinem Motor, echt. Er hat unser U-Boot geklaut. Ich kann innerhalb des Bootes keine Blitze entfachen. Wir sind gefangen. Keine Sorge, Thor. Meine Telekinese kann Wassermoleküle spalten.
Okay, es war doch unser U-Boot. Sein und noch durch die Gedanken einer Sterblichen geschützt werden. Wie kann das nur gehen? Geil, sie kann Wassermoleküle spalten. Sie ist einfach ein Schutzschild. So gesagt. Ich würde jetzt irgendwas Chemisches sagen. Aber ich kenne mich damit nicht aus. Wassertornado! Ist auch mal geil, hier unter Wasser zu sein. Ist aber ein ganz anderes Setting. Hallo, Patrick. Ja, winke, winke. Mein Spinnensinn kribbelt. Tut mir leid, Patrick. Oh nein, wie weit. Oh, der tut mir jetzt voll leid. Ja, ich weine halt wirklich. Ja, mir schon echt leid getan. Na komm, wir wirklich mal schneller, Jean. Jean, mach hinne. So. Jarvis, gibt es Zeichen von diesem Forschungs-U-Boot? Doom war da drin, als der Tanker hochging. Die Zerstörung des Tankers scheint auch ihn erwischt zu haben, Sir. Ich sehe ein weiteres Fahrzeug, nicht allzu weit von unseren Koordinaten. Ein Fahrzeug, hä? Kann das sein? Okay, mit Slow-Mo machen wir hier das weg. Bam! Okay, das musste jetzt wirklich nicht sein. Das Minikit da oben kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Das tut mir leider leid. Na, ja, geht doch mal weg hier. Junge, wie viele kommen denn hier raus? Hallo, reicht auch wieder. Hallo? Ich hab gesagt, es reicht. Endlich. So, Iron Mann. Mach mal kaputt. Digga. Achso, nicht Spider-Man. Entschuldigung, er setzt sich dann wieder. Nein, tue ich nicht. Als ob die da jetzt wirklich nicht durchkommen. So. Es kann ja auch nicht springen, während sie ihr Schild hat. Verschwinde, du Seemonster! Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Und noch die Säule hier weg. Wenn wir da hinkommen. Aber echt, dieses Setting finde ich richtig geil. So muss das sein. Oh Gott, Alter. Er hat schon wieder so einen Anfall. Die Charaktere haben immer so einen Anfall. Das sieht so gruselig aus. Gar nicht herkommen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, Alter, wie viele kommen denn da schon wieder? Okay, ich brauch Tor. Komm, mach die Kacke hier weg. Wie wär's, wenn du einfach die Luke öffnest? Wirklich? Dieses Gehämmere? Allen Ernstes? Hey Doc, wofür brauchst du all diese kosmischen Steine? Ich teile meine Pläne nicht mit Insekten. Wie wär's mit einem Gott? Lord
der Tor mal richtig gehämmert, dass das Schiff von alleine wieder nach oben wurde. MODOK! Geil. Also wie gesagt, sieht immer noch dreimal besser aus als in Quantumania. Zwei goldene Steine, sag ich schon. Also ist auch richtig, aber noch zwei Minikits. Und weiter geht's. Gegenwart einer Dame auf deine Manieren achten. Ja, wird erledigt. Ich weiß, warum du hier bist, Silver Surfer. Aber mir ist noch nicht ganz klar, was Loki und Doom mit deinem Boss wollen. Reed Richards und Hulk sind bereit, Lady Liberty zu stoppen. Sind Sie sicher, dass Sie Wolverine mit dabei haben wollen? Ich weiß, Teamwork gehört nicht zu seinen Stärken, aber wir brauchen ihn. Ihr braucht ein Flugzeug, um Magneto zu folgen und, ich trau's mich kaum zu sagen, die Freiheitsstatue. Ein Hulk-sicheres Fahrzeug wird euch zur Freiheitsstatue bringen. Sag mal, warum standet da gerade Freiheitsstatue? Das, die haben das F da vergessen. Das stand wirklich gerade... Freiheitsstatue. WTF. Und dann auch noch in ich schwarz markiert. Das gut. Muss schon komisch sein, zur Abwechslung mal was noch Größeres und Grüneres als dich selbst zu sehen. Was, Bruce? Oh, das Keine war... Panik. Wir schalten Lady Liberty das war echt eine Beleidigung. Sofort wieder die Nummer 1. Das war eine richtige Beleidigung. Okay, in der nächsten Folge kümmern wir uns um Lady Liberty, die sich gerade bewegt. Das sollte ja eigentlich echt schlimm sein für die Welt, aber egal. Gut, ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.